Obwohl Sir Alec Issigonis, der Vater des Minis und somit als Vater des erfolgreichsten britischen Fahrzeugs aller Zeiten, 1969 in den Adelstand erhoben wurde, schlug sein Herz für den Morris Minor. Er hielt den Kleinwagen für sein größtes Werk, das viele Vorteile eines luxuriösen guten Wagens mit den Eigenschaften eines preiswerten Fahrzeugs für die Arbeiterschicht in Einklang gebracht hatte. Vorgestellt wurde der Prototyp MM am 20. September 1948 auf der Earl's Court Motor Show in London. Schon Jahre zuvor hatte Alec Issigonis, der Brite mit dem schwäbisch-griechischen Wurzeln, am Design des Kleinwagens unter dem Codenamen Mosquito gearbeitet. Der Morris Minor kann mit Fug und Recht als britischer Volkswagen bezeichnet werden. Denn in der Bauzeit von 1948 bis 1971 wurde er 1,3 Millionen Mal verkauft. . 1952 verschmolzen die Firmen Morris und Austin Motor Company in der British Motor Company. Nun sollte der Morris Minor Series 1 einen modernisierten Nachfolger bekommen. Äußerlich gab es im Vergleich zu dem Vorgängermodell MM nur leichte Veränderungen. Die Serie 2 des hier gezeigten kleinen Sympathieträgers erkennt man äußerlich an den Querlamellen des Kühlergrills im Gegensatz zu den frühen Wabengrill, im Volksmund auch als Käsereibe bezeichnet. Die anfänglich tief in Kühlergrillhöhe angebrachten Scheinwerfer wanderten außerdem nach oben und zierten die obere Front der vorderen Kotflügel. Typisch für die Series 2 ist noch immer die doppelt geteilte Frontscheibe. Im Inneren des Fahrzeugs rutschte der Tachometer nun in die Mitte des Armaturenbrettes. Unter der Motorhaube arbeitet ein Vierzylindermotor mit 803 Kubik und 30,4 PS bei 4800 Umdrehungen in der Minute aus dem Austin RE30. Damit erreicht dieser Morris Minor eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 102 Kilometern pro Stunde. Ein SU-Vergaser sorgt für die nötige Gemischbildung. Das hier gezeigte im Morris Minor Werk Cowley in England gebaute viersitzige Cabriolet ist eines der vielfältigen Karosserieformen des Morris Minor. Es bietet viel Fahrspaß, ist leicht zu lenken und auch in Sachen Ersatzteile ist bei Morris Minor noch nicht mit Engpässen zu rechnen.